das? Der Stab des Osiris. Das Horusauge bildet den oberen Teil, siehst du? Jemand muss vor langer Zeit die beiden getrennt haben. Dann wurde das Auge im Grab versteckt. Schreibst du in Hieroglyphen? Ich verstehe das nicht. Vielleicht Absicht. Nana und ich haben diese Sprache erfunden, damit keiner mitkriegt, was wir sagen. Nur mit Bildern. Meine Liebe, ich bin nicht sicher, dass ihr das erfunden habt. Schon die Ägypter hatten ihre Emojis. Du weißt das natürlich, aber ich erzähle es dir trotzdem. Archäologische Funde zeigen, dass die ägyptischen Hieroglyphen zu den ältesten Schriften gehören. Es gab sie schon um 3300 vor Christus. Dann haben die Ägypter ihre Sprache als verschlüsselte Schriftform entwickelt. Es fing alles mit Bildern an. Ja, das ist wie Emojis. Aber wenn wir Hieroglyphen nicht verstehen sollen, wieso verstehen wir sie? Tja, gute Frage. Es gab da ein wichtiges historisches Ereignis. Den Fund des Steins von Rosetta. Im Nildelta, während Napoleons Ägypten-Expedition 1799. Der Fund führte dazu, dass wir Hieroglyphen verstehen. Ich schreibe euch Theodosia auf einen Stein. Wirklich? Gern. Könntest du unsere ganze Serie in Emojis schreiben? Tja, ihr wisst ja einiges über Hieroglyphen, aber wie viel wisst ihr wirklich? Ein Quiz? Okay, genau. Hier kommt ein Quiz. Frage Nummer 1. Hieroglyphen wurden meist auf Stein oder Papyrus geschrieben. Richtig oder falsch? Ich glaube, richtig. Stimmt. Es ist... Richtig, gut gemacht. Eine leichte für den Start. Klar. Aufwärmen? Nummer 2. Hiero in Hieroglyph ist griechisch für A, heilig, B, Wind oder C, nützlich. Ich glaube, ich weiß das. Ich nicht. Ich sag A, heilig. Ja, würde ich auch sagen. Was hat Wind damit zu tun? Ja, richtig. Haben die meine Fragen gesehen? Verdächtig. Okay. Manche Hieroglyphen können in einem Rechteck wegen Optik und Schönheit anders angeordnet sein. Ja, ich glaube... Warum denn nicht? Das vermittelt dann nicht unbedingt eine Botschaft, aber wenn es schön ist... Ich sag ja. Ich auch. Ihr seid ja Profis, richtig? Wie viele Hieroglyphen gibt es? Oh je. A. 700. Klingt wenig. Das stimmt. B. 2000. Schon besser. C. 5000. Oder D. 640.000. 640.000? Nein. Was war C nochmal? 5000. 5000? Das nehme ich. Ja, ich auch. Wir sind uns so einig. Deshalb sind wir auch verheiratet. Hört auf. Aber ihr habt recht. C, die letzte Frage. Sorry, wusste ich nicht. Ihr freut euch zu früh. Das wird jetzt der Tiebreak und kann eure Glückssträhne beenden. Bereit? Hieroglyphen können auch A, ein Geräusch, B, eine Person oder C, das Wetter bezeichnen. Ich glaube, Person oder Geräusch. Wetter ist zu... Ich habe gleich Person gedacht. Ich glaube, Geräusch. Echt? Du sagst Person? Müssen wir dieselbe Antwort haben? Denk dran, die Antwort ist entscheidend. Ich weiß und wir sind uns nicht sicher. Was für ein Druck! Hat Kleopatra nicht eine gehabt? Ich glaube, verschiedene Geräusche. Wirklich? Die haben sich doch aus der Sprache entwickelt. Ah, wie das Geräusch von Wind. Ich zähl runter. 5, 4, Geräusche. 3, Person. 2, 1, die Antwort ist Geräusche. Rick gewinnt.
Tut mir leid. Als Sieger nimmst du den hier mit nach Hause. Das war sehr gut. Na dran, nächstes Mal. Toll. Danke an meine Mutter und meinen Vater.